Ja, keine Frage. Ich glaube, viele Studenten, die jetzt endlich wieder auf dem Campus sind, vielleicht sogar zum allerersten Mal auf ihrem eigenen Campus, auf dem physischen Campus sein können, feiern das, glaube ich, sehr. Ich kann mir vorstellen, wenn ich als Student die letzten Semester daheim verbracht hatte und dann vielleicht noch gar nicht mal in einer WG wohne, sondern alleine, dann war es recht einsam. Und insofern ist das Studium viel mehr als nur das Lernen, das sich Bildung aneignen, das Erleben. Also wie eine Fortsetzung der Jugend, aber mit anderen Mitteln sozusagen. Vor allem dann, wenn man vielleicht ins Ausland wollte, wenn man in den ganzen außerstudentischen Tätigkeiten eingebunden sein wollte. Und die Frage ist, wie lässt sich das langfristig doch auch digital abbilden? Was davon kann man vielleicht von der physischen Präsenz am Campus loslösen und digital auffangen? Nicht nur vielleicht für eine zukünftige Situation, in der wir wieder gezwungen sein könnten, remote zu unterrichten, sondern grundsätzlich. Was davon lässt sich digital transportieren, was links und rechts normalerweise stattfindet, von den Vorlesungen in den Gängen, in der Mensa und in anderen Foren, wo sich Studenten über den Weg laufen. Das hat Professor Jan Ehlers erforscht, noch während Covid sozusagen hat er da ein Projekt aufgesetzt, um zu gucken, wie das sich umfangreich angehen lässt. Und er ist heute hier, um davon zu berichten. Herzlich willkommen, Jan Ehlers. Ja, moin. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Wir freuen uns, dass du mit an Bord bist. Offiziell bist du Vizepräsident für Lehre und Lernen an der Uni Witten-Herdecke, hast den Lehrstuhl für Didaktik und Bildungsforschung im Gesundheitswesen und bist eben dann auch seit 2017 schon Vizepräsident. Erstmal Respekt, dass ihr das geschafft habt, nicht nur damit beschäftigt zu sein, irgendwie die reine Lehre zu digitalisieren, remote zu ermöglichen, sondern dass ihr wirklich noch die Muße hatte, nebenher zu schauen, was vom Campus könnt ihr sonst noch transportieren auf digitalem Wege. Ich bin gespannt zu hören, wie es euch gelungen ist. Ja, vielen Dank. Ich habe ja bei Viada gelernt heute Morgen und fange auch immer mit einer Geschichte an. Ich habe mich 2012 nach Witten beworben auf die Professur für Medizindidaktik, ja, kurz gesprochen. Und bin auch tatsächlich eingeladen worden und war überrascht, wie ich der Berufungskommission gegenüber saß, dass die nicht davon irritiert waren, na, jetzt kommt sie irgendwo, Präsentation. Ja, dass sie nicht davon irritiert waren, dass ich Tierarzt bin, sondern ganz im Gegenteil, das haben die einfach mal gut akzeptiert, sondern dass sie eher davon irritiert waren, dass jetzt jemand nach Witten kommt, der eigentlich aus dem E-Learning-Bereich kam. Ja, die Pointe der Geschichte werden Sie sich und werdet ihr euch wahrscheinlich alle denken können. Das hat sich in den letzten 1,5 Jahren ein bisschen geändert. Und trotzdem hat das natürlich auch seinen Sinn, dass Witten jetzt nicht die digitalste aller Unis ist, weil hier eigentlich eine ganz andere Didaktik vorherrscht. Das, was wir jetzt als Flipped Classroom bezeichnen, das gibt es in Witten eigentlich schon ganz lange, nämlich dass Studierende eher sich Informationen aneignen, dann an die Uni kommen und in kleinen Gruppen ganz viel Zeit damit verbringen, zu diskutieren, Wissen anzuwenden, Wissen zu konstruieren, sich auch mal zu streiten um was, auch mal zu scheitern in ihren Gedanken, um sich eben weiterzubilden, um ihre Neugierde auszuleben, um Spaß an der Bildung auch tatsächlich empfinden zu können. Problemorientiertes Lernen ist so das Rückgrat des Medizinstudiums bei uns. Und gibt noch einen anderen Punkt. Das Studium Fundamentale, auch das ein Zeichen, dass es hier in Witten nicht um eine reine Ausbildung als Studium geht, sondern tatsächlich um Bildung mit Persönlichkeitsentwicklung. 10% von jedem Curriculum, egal was es ist, ob Wirtschaftswissenschaften oder Medizin oder Zahnmedizin, finden im Studium Fundamentale transdisziplinär statt. Da treffen Studierende aus allen Studiengängen aufeinander und lernen miteinander. Auch eben im Wahlbereich Sachen, die nicht zwingend zu ihrem Studium gehören und können damit ihre Fachlichkeit reflektieren. Schöne heile Welt, könnte man sagen. Und die endete ja im März 2020, wie es mit der Pandemie losging. Und auf einmal musste diese ganze Universität, die eigentlich in kleinen Gruppen vor Ort stattfindet, dann sehr schnell sehr digital werden. Ein bisschen was hatten wir zum Glück schon, auch wenn wir nicht alles digital gemacht haben. Die Studierenden haben natürlich schon viel auch digital lernen können. Aus der Medizin kennt man Amboss, das macht so ziemlich jede Medizinstudentin. Da sind alle mit dabei. Und wir hatten das vorher auch schon evaluiert. Es gab auch die Wünsche, auch mehr digitale Vorbereitung zu haben. Wir hatten, und ich habe vorhin Frau Groß von der HRK gut zugehört, die von der individuellen digitalen Souveränität spricht. Wir hatten schon Hochschuldidaktikkurse für Dozierende. Und wir hatten was, was vielleicht eine digitale Solidarität ist, nämlich
eine studentische Initiative, die E-TutorInnen ausgebildet hat, die dann Dozierende auch unterstützen können bei ihren ersten Schritten in der digitalen Welt. Also wir haben dann zugesehen, jetzt müssen wir alle ins Digitale bringen, wir müssen alle Lehrveranstaltungen umändern. Wir haben über 4 Wochen eine Menge Workshops gekeult, kann man hier sehen, 117 Workshops, 635 Teilnehmende zu den ganz typischen Themen. Virtuelle Klassenräume, erst waren wir auf Adobe Connect unterwegs, mussten dann schnell zu Zoom umwechseln, weil das beim DFN nicht so einfach war. Endlich konnte die Moodle-Plattform genutzt werden. Es ging um Videos, YouTube-Nutzung, große Herausforderungen für uns, problemorientiertes Lernen umsetzen und Ähnliches. Und so sah es dann aus. Wahrscheinlich wie bei allen anderen auch. Kann ja jeder mal eine 1 machen, der die gleichen Bilder vom Kopf hat. 1 in den Chat quasi, wie die Lehre die letzten 1,5 Jahre ausgesehen hat. Ja, viel Kameras, vielleicht auch ein Grund, eher eine 2 in den Chat zu machen, weil das natürlich ein eher untypisches Bild ist, dass alle mal die Kamera anhaben. Wir haben viel gegen schwarze Kacheln natürlich auch sprechen müssen. So sieht es eigentlich aus bei uns. Problemorientiertes Lernen, 6 Studierende, 2 TutorInnen, lecker Essen auf dem Tisch, viel Whiteboard-Benutzung. Und das war unsere größte Herausforderung. Kriegen wir das digital umgesetzt? Kriegen wir das hin, dass die dann in 2er-Gruppen Kausalketten schreiben, sich wieder treffen? Und tatsächlich hat das ganz gut funktioniert. Wir waren dann in Zoom mit Breakout-Sessions, mit geteilten Dokumenten und Ähnlichem und haben da festgestellt, wir kommen uns doch auch ganz nahe in so einem Kurs. Also, jetzt sagst du das so angekündigt, als hätten wir große Forschung gemacht. Das haben wir natürlich nicht gemacht. Wir haben nicht eine ganz große Forschung parallel gemacht, sondern wir haben ein bisschen parallel evaluiert und die Ergebnisse kann ich mal zeigen. Wir haben die Medizinstudierenden gefragt im Sommersemester 2020, also im ersten digitalen Semester, wie kommt ihr denn klar damit? Und es haben auch tatsächlich fast 2 Drittel geantwortet. Ja, wir haben 630 Medizinstudierende damals gehabt, 424 haben geantwortet. Und das kann man hier ganz schön sehen. Also technisch, ja, hat das richtig gut funktioniert. Ja, haben wir auch vor allem Technik geschult. Ja, didaktisch wurde es dann schon schlimmer. Subjektiver Lernerfolg, auch nicht mehr so doll. Und das, was uns in Witten eigentlich unheimlich wichtig ist, der Gruppenzusammenhalt, das Miteinanderlernen, das Voneinanderlernen, das hat tatsächlich die schlechtesten Werte hier bekommen. Gibt hier auch nochmal einen dickeren grünen Balken. Ich könnte mir vorstellen, dass das die ersten Semester Polgruppen waren, die es gar nicht anders kannten und die tatsächlich auch online unheimlich guten Zusammenhalt hinbekommen haben. Das ist auch nicht ganz untypisch, wenn man sich mal so eine Theorie anguckt und die ist jetzt wirklich nicht die Top-Internet-Theorie, sondern die kommt aus Rundfunk und Fernsehen 1984, Palmgreen, Uses and Gratification Approach. Dann sieht man, wenn Medien genutzt werden und unser Unterricht war jetzt sehr mediengestützt, geht es eben nicht nur um Information und Wissen, sondern es geht auch ein Ticken um Unterhaltung, es geht um Identifikation, Beachtung und es geht um soziale Verbindung. Und natürlich waren wir sehr stark erstmal in Richtung, wir müssen jetzt hier Informationen vermitteln. Das kennen wir alle. Wozu hat das geführt bei Studierenden auf der ganzen Welt? Und es wurde ja eben auch in der Einführung angesprochen, Mensch, wenn man da jetzt alleine in seiner Einzimmerwohnung sitzt oder im Kinderzimmer vielleicht sogar noch auf blöd und die Eltern alle naselang reinschauen und fragen, lernst du denn auch schön, dann ist das nicht das Studierendengefühl, von dem wir anderen Älteren alle die ganze Zeit sprechen. In den Freitextkommentaren, auch da sieht man von den 424, 108 haben uns nochmal einen Kommentar mitgegeben. Ich habe natürlich jetzt die Besten ausgesucht, wo alle sagen, alles super. Aber auch die so ein bisschen auf Probleme hindeuten, nämlich, Mensch, viele Dozenten haben eigentlich auf einmal angefangen, Vorlesungen zu machen und sich einfach durch ihre PowerPoints durchgeklickt. Und wir haben uns unheimlich schwer getan, praktische Kurse umzusetzen. Wenn man es versucht, Untersuchungskurs, 2 Leute irgendwie vor der Kamera, eine betreuende Person auf der anderen Seite und dann sollen die sich gegenseitig untersuchen. Das hat nicht richtig gut hingehauen. Also auch da merken wir, sowas funktioniert nicht. Das waren die ersten Kurse, wo wir zugesehen haben, dass das wieder in Präsenz stattfinden kann. Aber wir haben aus dieser Evaluation eben auch gelernt. Als erstes haben wir gemerkt, wir müssen noch mehr, wir können nicht nur reine Technikschulung machen, wir müssen sehr viel mehr Didaktikschulungen anbieten. Wir haben unser hochschuldidaktisches Programm komplett umgestrickt und unheimlich viel digitale Didaktik angeboten. Und tatsächlich muss man sagen, so voll waren die Kurse noch nie wie in den letzten 3 Semestern. Das wurde sehr, sehr gut angenommen. Und wir haben uns viel Mühe gegeben, Universität als Gemeinschaft. Der Matti Viada hatte morgen gesagt,
er wünschte sich Universität oder Studium als Lebensinhalt. Wir sagen immer, Universität ist auch Lebensraum. Da muss man gerne sein, das muss Spaß machen, man muss sich zugehörig fühlen. Auch das haben wir versucht, irgendwie dann digital abzubilden. Früh aus dem Präsidium eine Videoansprache wöchentlich gehabt. Diese Uni läuft weiter, nicht nur für Studierende, sondern auch für alle KollegInnen, die im Homeoffice saßen und auch weg waren von der Uni. Wir haben dann sowas wie die Weihnachtsfeier. Also wir sind hier vor Ort in einem schnell aufgebauten Studio in der Halle der Universität. Knapp 500 Teilnehmende haben sich via Zoom zusammengeschaltet, haben dann Spiele miteinander gespielt und ja, sowas wie eine Weihnachtsfeier simuliert. Wir haben parallel ein neues Gebäude gebaut. Da fiebern wir seit Jahren darauf hin, also sowas Gemeinschaftsbildendes, wieder eine Baustelle zu haben, und die wächst langsam und wir können da bald einziehen. Pustekuchen, alle waren zu Hause, kaum jemand war an der Uni, niemand hat es mitgekriegt. Also wir waren uns für nichts zu schade und haben das dann ganz viel mit Videos auch mitbegleitet. Auch die Studierenden haben gebaut. Die Studierendenkneipe in Witten, das Unikat, wurde dann von den Studierenden hier in Gathertown nachprogrammiert, sodass eben das sich treffen, sich austauschen, Bierabende und Ähnliches auch immerhin virtuell simuliert werden konnte. Die haben es dann auch teilweise in Präsenz simuliert, sodass man sich vor den Fenstern von WGs getroffen hat und dann durchs Fenster angestoßen hat. Also alle waren da ganz findig, um genau diesen Punkt von Universität, wo es nicht um Information und Wissen nur geht, sondern um Gemeinschaft, um Austausch, den nachzubauen. Und viele Online-Geschichten gemacht, die eben dann nichts nur mit Lehrveranstaltungen zu tun haben. Austauschformate in den Studiengängen. Wir sind dann irgendwann von den Videos aus dem Präsidium weg zu Zoom-Sessions, Dialog mit dem Präsidium. Die Initiativen haben sich immer wieder auch online vorgestellt, sodass man da auch neue Mitglieder rekrutieren konnte. Wir haben so ein Zoom-Radio gemacht jeden Freitagabend, wo man Menschen aus der Uni und ihren Musikgeschmack kennenlernen konnte, wo also irgendwie aus deren Jugend von handverlesen von den Gästinnen Musikvideos gezeigt haben und über deren Leben gesprochen haben. Und wenn es ging, haben wir versucht, uns auch vor Ort zu treffen. Das war hier Wintersemester vor einem Jahr. Mangelhafte Bedingungen, wenn man nicht aus Hamburg kommt wie ich. Also für einen Hamburger war es fast sommerlich, war also Nieselregen und kalt. Aber es gab da die Möglichkeit, die Erstsemester wenigstens vor der Universität zu begrüßen. Das, was sonst dicht gedrängt in der Uni stattfindet, hier auf der Wiese vor der Uni zu machen. In einzelnen Kohorten, weil wir natürlich da auch nicht zu viele auf einmal auf die Wiese stellen konnten. Und trotzdem sah die Uni so aus. Für Menschen, die Witten kennen, und für mich war das spannend, nach Witten zu kommen, weil dieses Uni-Gebäude gefühlt immer voll ist und selbst am Wochenende überall Studierende rumsitzen und miteinander lernen. Ein erschreckendes Bild. Auf einmal hatte das Gebäude ein Echo, es war ganz leer. Und umso mehr haben wir uns natürlich jetzt dieses Wintersemester gefreut. Wir sind wieder fast in Vollpräsenz, würde sagen wir, sind um die 90% wieder Präsenzveranstaltung mit einer sehr, sehr scharfen 3G-Kontrolle, um da allen gesetzlichen Auflagen gerecht zu werden, und sind endlich wieder an den Campus zurückgekehrt und stellen fest, wie schnell also der Neubau erobert wurde und wie schnell wir genau wieder in dieses Miteinanderlernen kommen. Aber denken auch daran, dass so eine Präsenzeuphorie irgendwann stirbt. Ja, wenn ich morgens um 8 im überfüllten Seminarraum sitze, wo nur eine Person redet und alle anderen zuhören, stelle ich mir natürlich schon die Frage, musste ich dafür mein Bett verlassen? Musste ich mir dafür jetzt eine Hose anziehen? Musste ich mich dafür in den vollen Bus setzen und an die Uni fahren? Oder war das nicht irgendwie digital auch einfacher? Das heißt für uns im Moment, und ich denke, das geht allen so, die große Aufgabe zu gucken, was nehmen wir aus dieser Krise mit, was nehmen wir an Learnings mit und wie können wir das neue Normal gestalten? Wie sieht die neue Universität aus, die aus der digitalen und aus der Präsenzwelt versucht, das Beste rauszuholen? Wir sind im Moment dabei, eine Strategie aufzubauen, im Moment mit den Studiendekanaten zusammen. Nächster Schritt ist jetzt, mit den Studierenden daran zu gehen, mit den anderen Statusgruppen, um eine gemeinsame Strategie für die ganze Uni zu entwickeln. Und ich zeige schon mal so ein bisschen was.
was wir im Moment haben, einen Ausschnitt nur, mal ein paar andere Dinge zu hybrider Lehre und Ähnlichem. Aber das sind so die Punkte, die wir gerade diskutieren und die wahrscheinlich viele andere auch mitdiskutieren. Zum einen wollen wir, dass für jede Veranstaltung klar didaktisch begründet wird, warum ist sie digital oder warum ist sie in Präsenz. Ich habe es ebenso schön bei dem Takeover von dem HFD-Twitter-Feed gelesen. Ich weiß nicht, ob Jenny oder Volker Kowski das geschrieben hatte. Die wünschen sich mehr Flipped Classroom, damit man die Präsenzzeit für Diskussionen, Kleingruppenunterricht und Praxis nutzen kann. Genau das wünschen wir uns auch. Informationsvermittlung, Gewinnung können wir uns auch gut digitalen mediengestützt vorstellen. Die Präsenzveranstaltung, diese Luxuszeit, die wir miteinander verbringen, die wollen wir tatsächlich nutzen, um da auch im Diskurs zu sein. Wir halten soziale Begegnungen für unheimlich wichtig, in den niedrigeren Semestern noch wichtiger als in den hohen, für Persönlichkeitsentwicklung, für Verantwortungsübernahme. Das heißt, der Begegnungsraum Universität, das vor Ort lernen können, sich begegnen können, halten wir für ganz wichtig. Wir haben heute ganz oft gehört, Digitalkompetenzen, Digital Literacy muss ein klares Lernziel sein von allen Studiengängen. Das müssen wir immer mitkontrollieren. Und wir müssen nicht das Rad selbst erfinden, sondern wir können da gut in den Austausch gehen. Eben von Sandra Soares den Vortrag gehört über die International Communities of Practice. Das ist natürlich dann so der ganz große Goldstandard schon. Aber das Miteinander produzieren und voneinander lernen, glaube ich, ist ganz wichtig. Wir wollen als Berufungsvoraussetzung für ProfessorInnen nicht nur normale Lehr- und Betreuungskompetenz, sondern dann auch digitale Lehrkompetenz mit überprüfen und mit zum Teil der Berufung machen. Und jetzt wahrscheinlich so der umstrittenste Punkt, und da werden wir noch am längsten drüber diskutieren, ab einer gewissen Größe sollten vielleicht Lehrveranstaltungen vornehmlich digital stattfinden, da dann die Interaktion schon durch die Größe limitiert ist. Das bedeutet für mich als der Vizepräsident fürs Lernen nicht, dass ich möchte, dass viele Lehrveranstaltungen digital stattfinden, sondern ich möchte, dass viele Lehrveranstaltungen mit möglichst wenig Teilnehmenden stattfinden, sodass ganz viel Interaktion möglich ist. Durchgerauscht, dass wir noch ein bisschen Zeit für Fragen haben, und ich gucke hier parallel, und es gibt ja auch schon eine ganze Menge Fragen im Chat. Nochmal die Frage, hat sich... Also verändert ein Virus das Lernen? Nein, ich glaube das nicht, aber ich hoffe, dass er uns Hochschulen, dass es uns Hochschulen verändert hat, dass wir da jetzt daraus lernen und jetzt die Schritte machen, über die wir seit 20 Jahren diskutieren. Ja, also wir haben 97 mit E-Learning angefangen, ein Wort, was man heute gar nicht mehr sagen darf, und trotzdem ist es noch nicht bis vor anderthalb Jahren nicht richtig in Hochschulen eingezogen. Wir haben dem Ganzen immer einen neuen Namen gegeben: Technology Enhanced Learning, jetzt digitales Lernen. Es wird Zeit, dass wir gute Strategien entwickeln, um genau dahin zu kommen. Dankeschön. Vielen Dank, Jan. Oder wie es Jenny im Chat geschrieben hat, yes. Also ich glaube, die Leute waren sehr begeistert, dir zuzuhören. Es war wirklich spannend. Vor allem die ganzen vielen konkreten Beispiele. Im Chat ist auch ein bisschen was passiert, und ich würde mal ein bisschen durch die Fragen durchgehen mit dir gemeinsam. Wir sind sehr gut in der Zeit. Theoretisch können wir sogar 10 Minuten füllen mit den Fragen. Ja, hervorragend. Ja. Du hattest am Anfang, glaube ich, kurz gebeten, eine 1 reinzutippen, um mal so ein Stimmungsbild abzufangen, oder eine Zahl je nach Statement. Es waren nur Einsen. Ja, sehr gut. Dann sind wir alle vor den gleichen Herausforderungen und gleichen Erfahrungen. Das ist ja ein gutes Zeichen. Ja. Darüber kam ganz am Anfang schon die Frage von Markus: Wie skalierbar ist das Wittener Modell? Das ist eine gute Frage, gerade mit diesem Kleingruppenunterricht und dem problemorientierten Lernen. Ich habe das Wittener Modell schon gekannt, wie ich noch in München an der LMU war. Und da haben wir immer so ein bisschen neidisch hingeguckt und haben gesagt, oh, also das mit dem problemorientierten Lernen und den Kleingruppen, das ist schon ganz großartig. Und haben es dann mal für große Studiengänge, wir hatten damals 270 Studierende, durchgerechnet. Das wäre auch skalierbar gewesen. Das ist eine Frage des Wollens. Ich glaube, wenn man das tatsächlich möchte, kann man in ein Lernen mit Kleingruppen, mit sehr konstruktivistischen Ansätzen reingehen. Es ist natürlich immer leichter, einfach Vollvorlesungen zu machen, und es fühlt sich effizienter an. Aber wenn man das wirklich möchte und Lust und Spaß am Lernen mit Studierenden hat, ich glaube, das ist der erste Wechsel, dass man sagt, ja, okay, wir machen keine Lehre mehr, sondern wir begleiten Lernen, dann ist das auch skalierbar. Mhm.
Daniel Tolks hat noch gefragt, plant ihr die Begleitforschung auf die kommenden Semester auszudehnen, glaube ich, fehlt da wahrscheinlich, um den Weg zum New Normal abzubilden? Ja, also wir sind jetzt schon dabei. Wir haben auch teilweise mit Stress- und Selbstwirksamkeitsfragebögen und Ähnlichem gearbeitet. Das hatten wir glücklicherweise schon vor der Pandemie angefangen, sodass wir tatsächlich Prä-Werte haben und jetzt Werte währenddessen und jetzt gerade nochmal wieder, mal so den ersten vorsichtigen Postwert abfragen, also zurück in der Präsenz und auch in den didaktischen Fragen werden wir gucken, wie gelingt uns das? Also wenn wir es tatsächlich einen Strategiewechsel machen, glaube ich, ist das ganz wichtig, dass wir alle, die daran beteiligt sind, auch immer wieder befragen und partizipieren lassen. Also wenn wir miteinander lernen wollen, müssen wir auch unsere Strategien miteinander entwickeln. Und Markus hat auch zugestimmt, er findet die didaktische Begründung für die Lehrveranstaltung auch einen sehr guten Schritt. Angelika fragt, anschließend an die Frage von Daniel Tolks, hat sich die Einschätzung der Studierenden, insbesondere die Wahrnehmung des Gruppenzusammenhalts und des Lernerfolgs in den Evaluationen geändert im zweiten oder dritten Corona-Semester? Ja, aber nicht essentiell, muss man sagen. Also ja, also es wird vieles hoch angerechnet von dem, was wir getan haben. Aber der Wunsch danach, sich wirklich als wieder als Studentin, Student, als Teil der Universität vor Ort zu fühlen, das ist was wir jetzt gerade mit der Rückkehr in Präsenz extrem spüren. Ich denke, das wird allen so gegangen sein. Also digital ist vieles möglich, aber der Aufwand ist viel, viel höher. Normalerweise, wenn ich irgendwie zu einer Lehrveranstaltung gehe oder mir einen Kaffee holen gehe, kann ich 5, 6 Probleme auf dem Weg dahin lösen, weil mich ganz viele ansprechen und sagen, ich habe dieses gehört, ich habe jenes gehört, ist das so oder kann man das anders machen? In den digitalen Semestern hat sich sowas sehr, sehr lange aufgeschaukelt, bis wir das dann mitgekriegt haben, dann eine Zoom-Sitzung mit allen gemacht haben, dann die Gemüter wieder beruhigen konnten und dann kam schon wieder das nächste Problem um die Ecke. Also wir haben gemerkt, eine Uni, die so auf familiären Zusammenhalt setzt, das geht schon auch leicht, wenn viele Sachen ganz informell sind. Angelika stimmt dazu. Ich kann leider gerade nicht sehen, an welchem Institut sie ist, aber sie schreibt genau, das Bedürfnis nach Gruppe ist bei uns total gestiegen. Daher frage ich, Angelika, vielleicht magst du für alle noch kurz ergänzen, in welcher Organisation du tätig bist. Ich springe mal kurz nach oben. Da war nämlich noch eine Frage, die bei den Studierenden anknüpft. Eine Sekunde. Ja, auch einfach eine Zustimmung, glaube ich. Also schön, dass ihr die Bedürfnisse der Studierenden mit abfragt. Aber Janina hat an die Frage dann angeschlossen, auf welchem Wege werden denn die Bedürfnisse der Studierenden genau abgefragt, mit reingeholt? Ja, also ich glaube, zum ersten Mal, ich glaube auch, dass das total wichtig ist. Ich saß heute Morgen ja bei Jan-Martin Viada mit in der Session. Da ging es immer darum, Mensch, wer bestimmt denn, was gute Hochschullehre ist? Und ich glaube, dass das vor allem die Studierenden mitbestimmen. Ja, also das sind ja die wir unterstützen wollen in der Bildung. Und wenn die es doof finden, ist irgendwie schon schlecht. Und wie können wir die mit einbinden? Also am liebsten würde man ja immer alle irgendwie mit drin haben. Wir gehen mit solchen Punkten in die Vollversammlung rein, wobei man eben auch sagen muss, da sind natürlich nicht alle in der Vollversammlung drin, sprechen das mit den gewählten VertreterInnen und versuchen auch dann AGs aufzubauen, wo interessierte Studierende dann mitarbeiten. Und tatsächlich hat das ein Selection Bias aber auch immer, aber das Angebot ist da und im Endeffekt freuen wir uns, wenn da möglichst viel, viel Feedback eben auch kommt und Ideen auch kommt. Ich glaube, das am Anfang fühlt man selbst sich ja immer super schlau und meint, man weiß es sowieso alles besser und was sollen die anderen noch groß erzählen. Es kennen alle, die qualitative Forschung machen und ist dann voller Glückseligkeit, wenn man merkt, Mensch, was da überall noch für tolle Ideen kommen und auch ein bisschen voller Demut. Wir kommen von den Studierenden zu den Lehrenden und da war Zustimmung. Ich glaube, dazu das Tolle ist, dass ihr die digitale Lehrkompetenz überprüfbar, nachweisbar machen wollt. Aber wie denn genau? Also wie wollt ihr das nachweisbar machen in BKs? Sehr spannend, schreibt Angelika.
Genau, also da müssen wir jetzt sagen, im Moment in ganz vielen Berufungskommissionen haben wir jetzt fast nur digitale Lehrkompetenz überprüft, weil wir die Lehrproben ja auch digital gemacht haben in Berufungskommissionen. Und ich würde jetzt noch nicht sagen, dass das tatsächlich komplett digitale Lehr- und Lernkompetenz abbildet, aber ich hätte gerne zwei Lehr-Lernprüfungen in den Berufungsverfahren. Das eine in Präsenz, ja, also dass da quasi ein Präsenzlern-Setting durchgeführt wird und ein, dass es ein digitales Setting gibt. Und das wäre für mich aber jetzt nicht irgendwie eine Zoom-Vorlesung, sondern da würde ich mich freuen, überrascht zu werden, mit was für Ideen da die KandidatInnen dann auch kommen. Und das müssen wir aber tatsächlich noch entwickeln. Und also da ist ganz viel Work in Progress. Das muss ich auch noch hinterher durch viele Kommissionen durchbringen und Menschen dafür faszinieren, dass das eine gute Idee ist. Ich glaube nicht, dass das bei deiner Begeisterung ein Problem sein wird. Die ist spürbar auch trotz dem Bildschirm zwischen uns. Aber du hast das Thema Präsenz gerade nochmal angesprochen. Anne Troll fragt, wie gelingt 90% Präsenz mit gleichzeitigem Patientenkontakt der Studis? Also tatsächlich, also das ist ja immer so ein bisschen landesabhängig. Wir haben Patientenkontakt relativ früh sogar in den Semestern wieder machen können in der Zahnmedizin und in der Humanmedizin. Wir haben ja so ein bisschen Modellcurricula, das heißt, das hängt bei uns extrem stark von der Mitwirkung in den Kliniken, also in der Zahnklinik oder in den kooperierenden Kliniken in der Humanmedizin ab. Wir haben quasi dadurch die Studierenden schon Anfang des Jahres impfen lassen können und haben dann sehr früh auch da wieder in den Patientenkontakt reingehen können. Und jetzt ist ja in NRW die Gesetzgebung so, dass quasi der 3G-Status kontrolliert wird und dann Universität wieder möglich ist. Wir machen das App-gestützt, sodass wir als Universität überhaupt gar keine personenbezogene Daten haben, sondern dass die bei den Studierenden bleiben, die aber in der App ihren 3G-Status drin haben können und dann nur in die Veranstaltung reinkommt, wer einen dokumentierten 3G-Status hat, sodass wir da den gesetzlichen Vorgaben gerecht werden und auch ein gutes Gefühl dabei haben. Also eine hundertprozentige Sicherheit hat man natürlich nicht, das ist tatsächlich so, aber es ermöglicht uns, möglichst verantwortungsvoll wieder in Präsenz zurückzukehren. Mhm. Letzte Frage vielleicht noch in den letzten 60 Sekunden. Norbert fragt, wie werden die lokalen Serviceeinrichtungen mit eingebunden? Ja, das ist vielleicht tatsächlich ein Vorteil, dass wir eine sehr kleine Uni sind und dass wir eine private Universität sind. Ich habe immer gedacht, private Universität, mega, goldene Wasserhähne, rote Teppiche. Das war mir nicht klar, wie ich da hingekommen bin, dass private Universitäten ja viel schlechter finanziert sind. Das heißt, wir sind ganz klein, wir haben ganz kurze Wege, wir haben keine riesigen unabhängigen Serviceeinrichtungen, sondern die Hochschuldidaktik-Einrichtung ist komplett bei mir, die habe ich aufgebaut mit KollegInnen. Die IT-Abteilung ist direkt beim Kanzler um die Ecke, sodass wir da kurze Wege haben und die gut mit einbinden können und da dann eben auch jetzt gemeinsame Kommissionen für E-Learning machen, wo Dozierende, Studierende und die IT gemeinsam drin sitzen und das nach vorne planen. Jan, sehe ich das richtig, dass du parallel auch im Chat zugange bist? Nee, das ist der andere Jan Ehlers. Denken nämlich immer alle, dass ich schizophren bin, aber das ist nämlich der Jan aus Berlin. Das Foto von ihm ist so klein, dass ich es nicht erkennen konnte. Okay. Ja, aber es lohnt sich. Also schau es dir mal in groß an, das lohnt sich. Wenn ich draufklicke, bleibt es klein. Ja. Okay, ja. Aber gut, dass wir das auflösen konnten. Ich war so beeindruckt, dass du auf allen Kanälen gleichzeitig uns bespielen kannst. Wunderbar, an der Stelle dann Grüße an den anderen Jan Ehlers. Ja, vielen Dank, Jan. Cool, dass wir nochmal wirklich ausgiebig Zeit hatten, auf die Fragen einzugehen. Ein, zwei Punkte sind noch offen, aber da am besten dann die Einladung nutzen, hier über die Plattform mit diesem Jan Ehlers in Kontakt zu kommen. Ich bin mir sicher, er ist noch weiterhin auf der Plattform tätig. Ich habe es rausgehört, du warst bei dem einen oder anderen Talk auch als Gast mit dabei. Das heißt, die Chancen, ihn hier auf der Plattform anzutreffen, sind noch da. Nutzt das und holt euch noch mehr Informationen. Vielen Dank an dich. Ja, vielen Dank. Schönen Tag noch, alles Gute. Ebenfalls.